Essen Dosen, andere sagen kann, andere sagen can't. Klarlack, FCKW, Farben, Glanz. Es kommt nicht drauf an, dass du jede Marke kennst, sondern durch Style in ihre Köpfe dein Name brennt. Sprühköpfe heißen Skinny oder Fatcap. Zug von Anfang bis Ende, end to end. Track that, du kriegst Fame durch den Tag. Figur Manns in Character Access, perfekt. Ja, ich geb es gerne zu, ich bin ein Voyeur. Schwingung und Form dirigiert der Dompteur. Das ist Sex für die Augen, das ist Sex für die Frauen. Das ist Speck für die Gaumen. Egal ob Silver, Rot, Peace, Flüchtling, Block, Tease. Egal ob Killer, Sport, Kriegs, Hauptzahl, Block, Leads. Egal ob Trips drin sind oder Teig gemalt. Letzten Endes legal, illegal, scheißegal. Das erste Mal gesprüht mit 60 Kilo Kampfgewicht. Am nächsten Tag das Biest dann inspiziert im Tageslicht. Und natürlich ist der Rand verwischt. Aber gemalte Bubbles sind robust und platzen nicht. Auch wenn die Villains den Rahmen sprengen, werden meine Outlines anerkannt als Landesgrenzen. Und ich brauche keine Angestellten, denn nachts erwachen die Characters in meinen Wandgemälden. Ich bomb Spots wie von Federn angetrieben. Mit mehr Tags als Kinder beim Fangen spielen, die die Wände von den Dörfern zieren. Wie soll ich denn sonst meinen Turf markieren? Fette Pieces sind Aufzüge und Aufzüge außerirdische Haustiere. Denn ich will die Welt beinahe grenzdebil stranger machen als das Paradies wie Ramelsee. Hört auf euch zu beschweren, wenn ihr keine Lösung habt. Eine Stadt ohne Tags wär keine Stadt. Graffiti ist schön, wenn's legal ist und man's gut macht. Dann stellt doch mal Flächen, aber nee, sowas wird abgeschafft. Weil ihr hasst, was ihr nicht versteht. Und ich weiß, dass es echt vielen Menschen so geht. Neues schlecht und fremd muss weg, weil man im tristen Alltag lebt. Es ein Feindbild ist, wenn ein Sticker klebt oder bunt auf Wänden geschrieben steht. Dass das Leben zu schön ist, um grau zu bleiben. Manche Leute und Orte sollte man meiden. Es ist zu kurz, um nur zu Hause zu bleiben. Bei manchen Themen ist es besser, mal zu schweigen. Verwöhnte Bonzenkinder kann ich nicht leiden. Also übt besser Dinge mit Strick oder auf Blatt. Aber macht keine Faxen auf den Straßen unserer Stadt. Graffiti ist Hip-Hop, ich bin Hip-Hop, also bin ich Graffiti. Früher, heute bin ich ein MC. Hab jede Säule durch, hatte sogar mal gebeatboxt. Aber das Talent dazu war schneller weg als ein P-Sort. Cutten oder Breaking konnte ich nie besonders gut. So kam der Versuch mit dem Schritt in die Booth. Zieh Outlines auf das Blatt, um paar Themen zu erörtern. Characters war nie mein Ding, eher freshe Wörter. Also tagte ich in Dörfern, bombte jede Stadt wie Attentäter. Unterricht, was Skizzen zeigt, frag mal meine Klassenlehrer. Früher war es besser, ja, das sagt heute jeder. Doch das Überleben in den Sprüher-Szenen erinnert mich an Massengräber. Fat Cats, Skinny Cats, Cans raus, ich kille jetzt. Schau mal, wie ich will den Tags unter meine Bilder setz. Ihre Welt ist grau, Digga, unsere Welt ist bunt. Also warum soll ich nicht mal, nenn mir einen Grund. Die Buchstaben voller Schwünge, stylisch Anblick. Die Felix sind sauber und die Pfeile sind Angriff. Rebellion wie Tupac, wir bomben auf dein Kuhkopf. Die Welt, sie wirft mit Bomben, wir bomben lieber Rooftops. Dosen im Gepäck und wir stoßen alles weg. Digga, Chrom ist der Effekt, alter Hulk oder Tag. Unser Flow ist viel zu fresh, das ist Künstleranarchie. Also tot jedem Gesetz. Wir sind voller Style, groovige Bomberei. Coolness und trotzdem heißt Ruf, doch die Polizei. Style ist on point, also wer will hier Krieg? Ich sag's ehrlich und real, Digga, der Rest in Peace. Was mir dazu einfällt, Graffiti sprühen, Teil der Hip-Hop-Kultur. Das heißt, Wiedererkennungswert eigener Style, eben sich um Kunst, nicht nur um Fame zu bemühen. Heißt auch nach dem Holka gemütlichen Schwarztee aufbrühen. Und dann auf zum Bahnhof, wenn der Zug am Bahnsteig einfährt am nächsten Morgen am frühen. Was, Bahnpolizei? Lasst euch nicht den Tag vermiesen. Erstmal konkrete Fotos schießen. Könnt ihr spüren, hier öffnen sich mentale Türen. Blickfang, Ausdruck, Ideen. Hier spiegelt sich der Puls der Zeit. Farben, die wir brauchen, denn Blumen blühen hier nicht mehr. Nur Auspuffer und Schornsteine, die rauchen. Wir brauchen Bilder, die leben, uns etwas geben, uns auch führen. Unsere heutzutage viel zu schnellen Welt auch gebühren. Lasst uns das Feuer auf diese Weise schüren. Entgegen der Kargheit und Monotonie. Ein Gegengewicht gegen die Maschinerie. Der kahle und kalte Beton. Hip-Hop hieß das schon. Heilbronner Mikrofon heißt das schon. Masterpiece, das Farbenspiel. Was das Ziel, auf das jeder deinen Namen sieht. Das ist das, was wir lieben, das, was wir leben. Das ist das, was sie kriegen, das, was wir geben. Masterpiece, das Farbenspiel. Was ist Ziel, auf das jeder deinen Namen liest. Das ist das, was wir lieben, das, was wir leben. Das ist das, was sie kriegen, das, was wir geben. Was wir geben, 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 was wir geben.